Ihr Lieben da draußen, heute reden wir mal über Bob's Tall Tales. Das ist das DLC, was bei Scorched Earth oder zu Scorched Earth dazu gekommen ist. Und viele denken jetzt, das ganze Ding kostet 30 Euro, das ist echt eine Unverschämtheit. Man kann ja sagen, man kann aber auch nein sagen. Ich werde euch jetzt heute mal sagen oder zeigen, was es alles in Bob's Tall Tale gibt und was alles in diesen 30 Euro inbegriffen ist. Also, vorweg, Bob's Tall Tales sind drei DLCs, die ihr für diese 30 Euro bekommt. Ihr kriegt nämlich jetzt nicht nur irgendeine Westernstadt, sondern ihr kriegt nämlich jetzt zu Scorched Earth kriegt ihr dieses Western-Style. Dann nachher gibt es zu Aberration Steampunk und dann nachher zu Extinction gibt es dann nochmal ein DLC. Das kriegt ihr alles in diesem Paket mit dazu. Das wäre dann das Mad Max Paket. Da kriegt ihr immer wieder neue Skins, neue Items, neue Sachen. Ich sag euch jetzt von mir aus, die 30 Euro sind gut angelegt. Aber warum? Ich zeig's euch jetzt mal. Also, ihr seht ja, Dex hat hier was ganz Tolles gebaut. Ja, das hat der Dex alles alleine gebaut. So, ich tue mal ganz kurz die Fackel weg. Was sehen wir hier? Wir sehen hier erstmal einen wunderschönen Bahnhof. Da steht nämlich eine Lokomotive, die wird nämlich gleich angefahren gekommen. Und wenn ihr das Schienenbau-Video schon gesehen habt, dann wisst ihr schon so ein bisschen was. Weil in diesem DLC ist echt viel inbegriffen. Also, wir haben Folgendes. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was haben wir denn hier. Und dann sehen wir, das sind die ganzen Kosmetik-Sachen. Das sind Sachen, die ihr einfach auf eure Klamotten legt. Genau. Hier ist nämlich auch ein Kosmetikteil. Und dieses Kosmetikteil werdet ihr ganz sicher jedes Mal immer und immer nutzen. Ein super Kosmetikteil. Und damit kann man nämlich diese wunderbaren Teile hier bauen. Und nicht nur das. Also, ich erkläre es euch mal ganz kurz. Wir gehen jetzt ganz kurz mal auf die Kosmetik. Wir fangen mal bei den Kosmetik-Sachen an. Kosmetik-Sachen sind hier. Da kann man hier die Sachen hier anlegen. Dann sieht man, dann ändert sich... Das muss ich erstmal abziehen. Dann kann ich das hier anziehen. Und dann habe ich hier so einen coolen Gürtel. Und so weiter und so fort. Dann kann ich auch die grüne Hose ausziehen. Und dann habe ich hier diese... Mit diesen Leder... Weiß ich nicht, wie sie heißen. Also, wie man das möchte, dann kriegt man hier so ein paar Skins. Mir gefällt der grüne am besten. So, aber dafür wollen wir jetzt natürlich keine 30 Euro ausgeben. Wir gehen jetzt ganz kurz zu der Kosmetik, gehen jetzt hier drauf und nutzen das mal ganz kurz. Und jetzt können wir das nämlich unten wieder auf der R-Taste, kann man wieder Sachen ändern. Ihr seht, hier haben wir schon mal ein paar Sachen. Hier, das wäre eine Salontür. Die habe ich hier gemacht. Guck mal, seht ihr das? So, das ist eine Salontür. Damit man nämlich den Skin von der normalen Tür... Pass auf, ich mache jetzt mal ganz was weg. Jetzt ist es eine normale Tür. Das ist die normale Tür, die ihr sonst so baut. Mit dem Skin wird es eine Salontür. Aber wenn ihr bei der Leiste unten auf die 1 geht erstmal, dann seht ihr, ich kann jetzt zum Beispiel den Lehmboden einfach zu Holzboden umverlegen, wie ich das möchte. Einfach so. Und das muss nicht Lehm sein. Ich kann das auch hier zum Beispiel. Hier ist einfach mal ganz kurz ein bisschen Stroh. So, jetzt ist kein Stroh mehr, jetzt ist Holz. Also, wir müssen ein bisschen aufpassen, das sind nur Kosmetik. Das heißt, unten drunter bleibt es immer noch Stroh. Das heißt nicht, dass es jetzt Holz, Holz wird, sondern das ist einfach nur eine Kosmetik. So, wir können mit diesem Kosmetik-Tool so gut wie alles ändern. Seht ihr? Einfach klasse. Also ich habe meine, im Let's Play, wenn ihr vielleicht da selber schon dabei gewesen seid, habe ich meine ganze Base aus diesem Holz gebaut. Einfach klasse. Hier, da kann man das alte Holzfenster, das kennt man. Und wenn ich dann jetzt einfach da drüber gehe, hat man ein neu beschlagenes. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch das machen. Pass auf, ich nehme mal ganz kurz das Fenster hier mal mit. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz zu dieser Tür hier. Die würde ich gerne mal ganz kurz wegnehmen, ändern. Das ist ein ganz normales Bauteil und wir gehen mal ganz kurz auf einen ganz normalen Türrahmen. Okay. Setzen dann diese Tür hier rein. Okay. Wir gehen auf das Kosmetik-Tool und sagen erstmal dem Türrahmen, ich möchte dich aus Holz. Wunderbar. Jetzt könnte ich natürlich auch hier
Ich könnte auch sagen, hier eine wunderschöne Holztür. So, ich zeige es nochmal ganz kurz. Eine wunderschöne Holztür. Die haben auch andere Sounds übrigens. Ich könnte aber auch sagen, ich möchte gerne ein Gefängnis bauen. Dann gibt es sogar nochmal einen ganz anderen. Da muss man hier wieder im Kosmetiktool auf die R-Taste. Dann kann man unten in der Leiste weitergehen. Und dann kann man zum Beispiel eine Gefängnistür. Gefängnistür machen, wie man das möchte. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, ihr sagt jetzt, oh, das ist aber der Salon hier, den der Dex gebaut hat, ist aber echt dunkel. Übrigens könnt ihr das hier auch runter in die Leiste ziehen. Ihr müsst das nicht immer unbedingt hier so, wie ich das mache. Zack, wir gehen mal auf die R, gehen auf Stufe 2 und dann machen wir einfach mal hier oben so ein wunderbares, schönes Glasfenster rein. Ja, man kann richtig rausgucken. Da oben sind Schienen, die da drüber gehen. Wunderprächtig. Was gibt es noch? Wir haben Couchgarnitur. Nein, die Pau gehört nicht dazu. Die liegt hier nur am Feuer, weil es schön warm ist. Wir haben Couchgarnituren. Wir haben Salontische. Wir haben, das sind die Salontische. Wir haben diese Salonstühle. Wir haben Pokertische. Jetzt Achtung. Der Pokertisch, da kann ich mich dran setzen und mit euch einfach Poker spielen. Richtiges Poker, richtig. Ich kann mit meinen Freunden ein Pokerturnier ausüben, wie ihr das möchtet. So, ich weiß zwar nicht, wie es geht. Ich habe noch nie Poker gespielt, aber man kann es machen. Dann haben wir hier diese Couchgarnituren. Wir haben diese wunderbaren, ja, sagen wir mal, Treasure Chest. Truhen, Schatztruhen. Diese Schatztruhen sind übrigens auch was Besonderes. Das sind keine Kosmetiksachen, das sind einfach ganz normale Truhen. Die sind etwas größer und da kann man Sachen reinlegen. Sehen übrigens cool aus. Dann gibt es übrigens auch neue Rahmen. Wenn ihr einen ganz normalen Bilderrahmen gesetzt habt, kann man diesen hier drüber legen. Ist alles immer mit diesem Tool hier. Man geht auf die letzte Taste. Hier, das ist jetzt das normale Bild oder Leinbild. Und dann kann man einfach hier den Rahmen drumlegen. Und dann hat man eben so einen bisschen netteren Rahmen. Dann haben wir das hier übrigens. Wir haben neue Flaschen. Die sind gut, nicht? Natürlich darf das nicht fehlen, dass man in so einem Salon die Flaschen kaputt schießt. Dann, wie ihr seht hier vorne, haben wir, das waren die Flaschen. Hier vorne haben wir einen. I'm sorry. So, pass auf, dann haben wir nämlich auch hier dieses hier. Wir haben nämlich auch einen Sarg. Und der ist natürlich auch besetzt. Guten Tag. Wer ist denn das? Oh mein Gott. Den machen wir wieder zu. Der Sarg ist nicht nur Sarg, sondern eigentlich einfach so ein Gimmick, der hier einfach rumsteht, sondern das ist ein Travelbed. Man kann daraus traveln, man kann sich auch reinlegen. Hier, das habe ich nämlich gerade eben gemacht, hier so. Pass auf. So, da bin ich. Machen wir wieder zu. Jetzt habe ich zwei davon. Dann haben wir Barrels. Das ist auch viel Kosmetik. Kosmetik heißt aber eben, man kann Sachen füllen. Hier zum Beispiel diesen Barrel. Aber man kann ihn auch anders nutzen. Zum Beispiel, oh, oh, der Gegner kommt, da kommt ein großer Dinosaurier. Dann springen wir einfach in den Barrel rein und verstecken uns einfach in den Barrel. So, jetzt sind wir versteckt. So ist das. Es gibt so ein paar lustige Sachen, die es hier im Spiel gibt. Das ist jetzt natürlich nicht das ganze Paket, dieses ganze Geld wert. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, die Lokomotive ganz sicher. Aber da kommen wir gleich noch am Ende zu. Und dafür habe ich einen extra Guide nochmal mit der Pau dazu gemacht. Deswegen liegt die hier vorne im Salon drin. Nicht, weil die so viel getrunken hat, sondern weil sie eben mir hier gebaut hat, die Schienen. Das werden wir aber nachher am Ende noch machen. Was haben wir noch? Jetzt gehen wir mal weiter runter. Wir haben, was habe ich euch eben gesagt, wir haben einen Stuhl. Wir haben hier noch so einen kleinen Hocker. Die Höcker, da kann man sich draufsetzen und man kann sich im Kreis drehen. Das ist natürlich ein Such. Ihr kennt ja diese Höcker, die man normalerweise im Salon oder eben bei dem Klavier stehen hat. Apropos Klavier. Achtung, ich kann mich dran setzen. Sieht cool aus, ne? Aber nicht nur das. Pass auf. Sekunde. Wie mit der R-Taste. Jetzt habe ich 40, 60, 70, 80, 90, über 100 Songs, die ich abspielen kann. Und das sind alles Songs aus Ark. Komplett.
alle Arc-Songs, die ihr so kennt. Hier habt ihr einen kleinen Player, der läuft dabei. Und dann könnt ihr eben das auch laufen lassen. Ihr könnt, das sind übrigens, das ist ja natürlich copyright-free, wenn ihr das Spiel habt. Also ihr braucht keine Angst haben, dass das jetzt nicht, dass das irgendwie blockiert wird von YouTube oder sowas. Wenn ihr das abspielen möchtet und ein Video machen möchtet, ist das gar kein Problem. Ich mache das mal ganz kurz aus. So. Das ist super cool, dass man das eben noch dazu gemacht hat. Habe ich hier noch irgendwas, was ich noch zeigen kann im Haus? Ich glaube hier nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz hier raus und hier runter und dann seht ihr wieder Folgendes. Ich habe einen Gaul, ein Ekus. Und der hat nämlich so einen Karren. Der Karren ist cool, sieht gut aus, bewegt sich ein bisschen eigenartig, aber ja, so ist das nun mal. Man kann nämlich auf dem Ekus, man kann übrigens mehrere Tiere hier dran schnallen. Man muss immer einen Sattel haben, das ist ganz wichtig. Ihr müsst erst einen Sattel auf das Tier setzen und dann könnt ihr erst den Karren nehmen. So sieht der Karren aus. Man kann übrigens auch auf dem Karren bauen. Ich habe jetzt einfach mal was Kurzes gebaut, einfach nur so, um euch zu zeigen, wie weit und wie breit man bauen kann. Das ist so ein ungefähr, könnte man das Ganze bauen ungefähr. So, man könnte zum Beispiel mit dem kleinen Karren eine Zähmfalle, eine mobile Zähmfalle für euch mit in die Wüste nehmen hier. Aber ihr könnt auch Turrets draufbauen. Oder von mir ist auch ein Lichtgenerator, wenn ihr im Dunkeln rumlaufen möchtet. Ist eine super Sache, gefällt mir. Werden wir bestimmt im Let's Play noch viel, viel, viel Spaß mit haben. Hier habe ich einen kleinen Unterstand gebaut für die Pferde. Das sind auch hier wieder diese Skins, die ich genutzt habe. Wie gesagt, ihr könnt alles, was mit Bauteilen zusammenhängt, könnt ihr die Sachen ändern. Dann haben wir Folgendes. Pass auf, ich glaube, ich habe die Sachen im Inventar. Ich habe mir ein paar Sachen so mal ins Inventar gelegt. Die Lampe. Ja. Also, normalerweise kriegt ihr jetzt erstmal die erste Lampe ist diese hier. Genau, ihr müsst diese kleine Lampe auswählen und die hat dann wieder so ein kleines Untermenü und in diesem Untermenü habt ihr wieder mehrere Lampen. Also, wir haben die große Lampe. Ihr seht hier, die steht hier vorne schon und die kann man übrigens auch mit Kohle befachen und die knistert ganz, ganz gemütlich und das Licht ist auch sehr, sehr schummrig und auch wirklich gut, nicht zu stark. Wenn man mit R weiterschaltet, haben wir einmal eine Lampe, die man hier auf den Boden stellen kann. Dann haben wir eine Lampe, die habt ihr gerade eben schon gesehen, die kann man an die Wand kleben. Dann haben wir einen Saloon-Deckenstrahler. Den habe ich hier vorne. Leider ist die Decke ein bisschen hoch. Und ich glaube, das war's, glaube ich, gerade. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Und dann kommen wir wieder zu dem großen Teil. Was haben wir noch? Wir gehen mal ganz kurz hier in dieser Liste, dann sehen wir das ein bisschen besser. Wir haben das Hanging-Schild, das hängende Schild. Das ist ganz lustig. Habe ich hier vorne bei dem Unterstand hingesetzt. Salut. Und dann kann man dann eben hier so ein hängendes Schild, was sich mitbewegt. Finde ich super, gefällt mir richtig gut und schon in dem ganzen Paket, was ich jetzt alles schon erzählt habe, finde ich schon die 30 Euro, das ist schon sehr, sehr gut. Und wir sind noch nicht mal beim Zug angekommen. Hier ist ein Schild. Peng, Dingsbums. Das ist wieder so ein Skin, habt ihr ja gerade eben gesehen. Bei diesem hier könnt ihr nämlich dann auch ein Schild ändern. Das Standardschild, das neue Schild. Finde ich eine tolle Sache, kann man echt klasse machen. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Also, die Schaufel. Die Schaufel, das ist eine Sache, die ist ein längerer Prozess. Ihr craftet die Schaufel, jetzt habt ihr eine coole Schaufel, die hat nämlich mehrere Funktionen. Die kann, wenn ihr die Schaufel habt und ihr seid jetzt irgendwo in der Wüste, dann habt ihr gerade Durst, dann macht ihr diesen hier. Und dann könnt ihr aus diesem kleinen Wasserspringbrunnen Wasser schöpfen. Achtung! Das könnt ihr nur einmal machen in einem Umkreis von X. Ich habe das noch nicht rausgefunden, wie weit. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht hier vorne hingehen und sagen, ich habe wieder Durst. Dann geht's nicht. Ich könnte auch bis zu dem Baum da vorne laufen und sagen, Büdel, Buddel,
Geht nicht. Ihr müsst aus so einem Radius rausgehen. Wenn ihr aus diesem Radius rausgegangen seid, dann könnt ihr wieder Wasser schaufeln. Was kann die Schaufel noch? Ihr seht doch bestimmt auf der 9 da unten. Da habe ich nur einen kleinen Blumentopf. Den gibt es nämlich auch. Pass auf. Wo ist der Blumentopf? Der Blumentopf. Das. Plant Pot. Mit der Schaufel und dem Blumentopf könnt ihr nämlich Folgendes machen. Ich habe den nämlich, der ist jetzt grün. Grün ausgewählt, weil ich habe gerade eben mit der Schaufel und ihr müsst den Blumentopf im Inventar haben, könnt ihr nämlich eine Pflanze auswählen und dann mit der neuen, also ich habe es jetzt auf der neuen gelegt, kann ich diese Pflanze nehmen. Das war jetzt natürlich nicht diese Pflanze, sondern ich habe ja eben schon eine Pflanze genommen, die ich haben wollte und dann kann ich diese Pflanze, ist egal welche, kann ich einfach irgendwo hinbauen. Habe ich eben schon gemacht, so, ich kann jetzt so einen botanischen Garten machen mit. Total schick. Ihr könnt übrigens auch den Blumentopf. Sekunde. Ihr könnt den Blumentopf, wenn es eine kleine Blume ist, kann man den nämlich dann auch in einen Topf tun. Sieht ein bisschen, ja, okay. Ihr wisst schon, sieht nicht so toll aus, aber es ist eben machbar. Man kann auch schöne kleine Blümchen da rein tun. Ist eine tolle Sache. Wir sind aber noch nicht fertig. Die Schaufel. Die Schaufel hat nämlich was ganz Besonderes. Jetzt ist ganz wichtig, zuhören Leute. Wenn ihr Bob Tall Tales habt und irgendwie in der Pampa Dinos killt, lasst die nicht liegen. Guckt mal ins Inventar. Weil ich habe leider keinen jetzt gefunden. Ich wollte einen nochmal zeigen. Ich habe aber leider jetzt für diesen Guide keinen gefunden. Ich habe gerade eben ein paar gekillt, aber ich habe es nicht geschafft. Die Dinos droppen jetzt Schatzkarten. Und die Schatzkarte... Wenn ihr die Schatzkarte im Inventar habt, dann drückt ihr rechte Maustaste und nutzen. Und dann wird euch auf der Karte zum Beispiel sowas hier angezeigt. Go here. Und dann ist egal. Es kann sein, dass es irgendwie am Ende der Karte ist. Es kann sein, dass es ganz nah bei euch ist. Es kann auch sein, dass es irgendwo in den Bergen ist. Dann geht ihr dorthin und schaufelt an dieser Stelle. Und dann kriegt ihr einen Schatz. In dem Schatz sind manchmal gute, manchmal sehr enttäuschende Loots drin. Aber das müsst ihr dann eben selber rausfinden. So, was haben wir dann noch? So, ich gehe mal ganz kurz mal wieder in die Liste. So, hab ich. Da, Town Bell. Also ich habe jetzt nur einen kleinen Bahnhof gebaut. Ihr könnt euch auch zum Beispiel, ich gehe mal ganz kurz nach hier oben. Ihr könnt auch eine ganze Stadt natürlich bauen, um euren Bahnhof drumherum. Und dann könnt ihr nämlich dann vielleicht beim Haus des Bürgermeisters, könnt ihr vielleicht diese Town Bell, also die Stadtglocke nutzen. Die Stadtglocke hat Folgendes. Die hat einen Umkreis. Mal gucken, ob ich den sehe. Sekunde. Ich gehe mal ganz kurz nach oben. Kann ich den so sehen? Ich glaube, erst wenn ich die Leute, glaube ich. Weil... Das ist ein cooles Teil, weil wenn ich die Leute, werden alle Tiere, die natürlich nicht auf passiv stehen, aggressiv und verteidigen das Gebiet im Umkreis von X. Ich weiß leider nicht, warum ich den Umkreis gerade nicht sehe. Ist den vielleicht ausgestellt? Ich sehe ihn normalerweise nicht. Also der Umkreis ist schon recht groß, der geht bis hier ungefähr. Also ein riesen Umkreis, da könnt ihr eure ganze Base mit... beschützen. Das heißt, wenn irgendein Angriff ist von irgendeinem Tier und ihr möchtet das verteidigen, dann könnt ihr den ganzen Tieren, die neutral sind. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich den Umkreis sehe. Da ist der Umkreis, oder? Nee, okay. Keine Ahnung, warum ich den gerade nicht nutzen kann. Egal, schade. Ich komme mal wieder runter. Was haben wir noch? Wir gehen nochmal in die Liste. Scrollen weiter runter. So, jetzt aber gut da oben. Okay, jetzt hat es aufgehört. Wir haben einmal das dicke Ding. Und natürlich, das darf nicht fehlen. Das Windrad. Übrigens, das Windrad ist genau das gleiche Windrad wie das elektrische. Ist eben nur Wind. Und das funktioniert genauso. Das produziert Strom. Und das Ding ist das größte Wasser, der größte Wasserbehälter, den man überhaupt in Ark zu finden bekommt. Also, das Ding hat nämlich unendlich viel Wasser. Sekunde, ich kann das glaube ich so besser am besten sehen. So, 100.000 Liter Wasser.
Der nächstgrößere, ich muss mal gucken, wo der genau ist. Ich habe das auf Englisch stehen, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Zisterne, glaube ich, oder sowas. Ist das das die Zisterne? Das ist der Watertank, genau. So, dann setze ich den mal daneben. Ist das der? Das ist der kleine. Das ist der kleine. Es gibt nicht noch einen größeren, glaube ich. Das ist der kleine. Sekunde. Dann zeige ich euch das nämlich mal schön richtig, was das für ein Unterschied ist zwischen dem großen, hier ist der, und dem anderen. Der ist irgendwo. Wenn ich wüsste, wo der ist. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Und der hat auch viel, viel mehr Wasser. Ich weiß, ist das der? Ich glaube, das ist der Watertank. Vielleicht mal gucken. Water. Das ist er. Das ist der sogar. Okay, ich habe gedacht, das wäre noch ein größerer. Also der hat 15.000. Der hat 100.000. Okay, das ist ein Unterschied. Super Teil. Gehört einfach dazu in so eine Westernstadt. So ein Wassertank. Und das ganze Zeugs drumherum. So, was haben wir denn noch? Wir haben. Scroll mal weiter runter. Scroll, 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 scroll. Das habe ich gezeigt. Das habe ich gezeigt. Das habe ich gezeigt. Das habe ich alles gezeigt. Wir haben noch die Dynamit. Dynamit haben wir auch noch. Das ist einfach, ihr kauft oder baut einfach so ein C4. Und dann sieht das so aus. Pass auf, wo ist denn die Sonne? Kann ich das besser zeigen? So. Dann sieht das nämlich so aus. Pass auf. Dann machen wir mal Foto-Mode. Dann kann man das ein bisschen schöner sehen. Dann habt ihr nämlich nicht mehr so einen hässlichen Pieps-Pieps-Dings in der Hand, sondern habt dann richtig so ein, ja, so eine Dynamitstange. So wie man die eigentlich aus den wilden Western-Filmen kennt. Habt ihr so eine in der Hand. Finde ich nett. Ist ein nettes Gimmick. Muss man nicht haben. Ich finde ganz ehrlich das Ding viel, viel schöner als dieses hässliche C4-Teil. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen, wie man das gerne haben möchte. Und das war's von den kleinen Sachen. Was auch nicht zu vergessen ist, ist, ja genau, der, der gerade hinter mir läuft. Richtig, riesengroß. Oasisaurus oder sowas heißt das Ding. Dieses Riesenvieh. Ich fliege mal ganz kurz hoch, damit ich euch das mal zeigen kann. So, diese fliegende, laufende Insel kann man nämlich auch zähmen. Und das könnt ihr leider dann nur zähmen, wenn ihr das Bob Tall Tales habt. Jetzt kommt aber was, was der Dex euch aber nicht sagt, aber leise sein. Das Tier spawnt aber trotzdem auch so auf der Karte. Dafür braucht ihr kein Bob Tall Tales. Und wir haben das schon im Singleplayer getestet bei jemandem, der kein Bob Tall Tales hat und hat das eben geforce-tamed, also mit dem Cheat getamed. Und das konnte er dann auch nutzen, das ganze Teil. Und jetzt kommen wir zum Zug. Den Zug werde ich euch nicht erklären. Wir fahren jetzt eine Runde. Wenn ihr wissen wollt, wie man Schienen baut. Oh, ich habe einen Waggon da hinten abgekoppelt. Wie man Schienen baut. Und wie man so einmal rechts abbiegt. Wie das Ganze hier funktioniert. Ihr könnt übrigens so viel bauen, wie ihr möchtet. Achtung, das sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wenn ihr den Guide gesehen habt oder dann wisst ihr genau, warum wir das so gemacht haben. Die andere Strecke auf der anderen Seite ist ein bisschen gerader. Und es macht unendlich viel Spaß mit der Lokomotive und mit den Schienen zu bauen. Glaubt uns das, es macht wirklich viel Spaß. Und ihr könnt wirklich überall hinbauen. Ich kann es übrigens selber steuern. Ich kann jetzt einfach sagen, stopp, zurück. Wir können auch absteigen. Ich kann auch in der Lokomotive. Sekunde, ich bin auf K. So. Ich kann mit der Lokomotive auch hier oben rumlaufen, wenn sie fährt. Wir gehen wieder rein. Lassen sie nach vorne fahren. So. Und jetzt habt ihr alles gesehen, was in diesem Bob Tall Tales war. Und das für 30 Euro. Und die nächsten DLCs auch noch dazu. Das heißt, ihr bezahlt pro DLC 10 Euro für das ganze Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vollkommen zufrieden mit dem Ganzen, was wir hier haben. Was haltet ihr von diesem ganzen DLC? Ist es euch trotzdem zu teuer, auch das, was ich euch gezeigt habe? Ich will euch natürlich nicht überreden, aber ich wollte euch mal zeigen, für das ganze Geld, was ihr da bekommt. Und es macht wirklich viel Spaß. Das war's von mir.
Ich bin nicht, es ist zwar nicht Dex Tall Tales, aber es war Bob's Tall Tale DLC. Und jetzt seid ihr dran. Wenn es euch gefallen hat, dann macht mal einen Daumen hoch. Wenn ihr gerne noch mehr solche Videos haben möchtet, wo ich einfach mal über irgendwas erzähle, was so in so einem DLC oder so einem Paket drin ist, mache ich das gerne. Ihr wisst ja, auf dem ganzen Kanal ist sowieso alles voller Arc und alle Zähm-Videos zu jedem Dino, die es überhaupt im ganzen Spiel gab, haben wir auch auf dem Kanal. Und es läuft ja auch im Moment das Let's Play zu Arc Asa Scorchers. Bis denn, danke fürs Zugucken. Tschüss.